Bei Science dabei wird das Wiener AKH zur Erlebniszone, denn da dürfen die Besucher einen Blick hinter die Kulissen werfen. Sie erfahren, an welchen Innovationen die insgesamt 30.000 Wissenschaftler des Hauses arbeiten. Im AKH deshalb, weil hier medizinisch relevante Forschung getrieben wird, wo wir annehmen, nachdem wir sowas überhaupt zum ersten Mal machen, dass das die Leute besonders interessiert. Wiewohl ich aber glaube, man sollte als Interesse gesamt für die Forschung wecken, nicht nur für sozusagen medizinnahe Forschung. Besonders faszinierend, Neuheiten bei der Entwicklung von Handprothesen. Diese können zum Beispiel durch Impulse der Unterarmmuskulatur gesteuert werden. Sie sind aber nur ein kleiner Teil heimischer Erfindungen von Weltrang. Wir müssen natürlich als Universität versuchen, dort diese Forschungsrichtungen zu fördern, wo wir stark sind international. Die habe ich schon genannt. Das ist die Krebsforschung, die Gehirnforschung, das ist die Gefäß- und Herzforschung und das ist letztendlich alles, was mit Allergie und Körperabwehr und Immunologie zusammenhängt. Wie geforscht wird, enthüllen Führungen durch die Science Labs. Hier können die Gäste den Profis beim Arbeiten zusehen und Fragen stellen. So manch einer kommt dabei auf den Geschmack. Letztlich haben wir hier in Wien in den letzten Jahren ein Umfeld aufgebaut, was einen Humus für Forscher darstellt. Es sind sehr viele Universitätsinstitute, aber auch außeruniversitäre Institutionen hierher gekommen. Und durch die Ostöffnung ist sozusagen die Grenze des Eisernen Vorhangs weggefallen, weil wir ja enge Kooperationen auch mit den angrenzenden östlichen Staaten haben. Mitmachstationen, Führungen, Vorträge und ein buntes Kinderprogramm. So macht Wissenschaft Spaß. Kann man da überhaupt noch etwas verbessern? Fürs nächste Jahr wünsche ich mir letztlich, dass wir ein schöneres Wetter haben und dass dann vielleicht noch etwas mehr hierher kommen, aber es sind heuer schon so viele. Mission erfüllt. We love science.